Also Kühlung hat im Prinzip drei Hauptaufgaben: Kühlen, Schmieren und Spänetransport. Das sind die drei wichtigen Aufgaben eines jeden Kühlschmierstoffes. Jede Art Zerspannung, das heißt nur ein Bohren, jede Art der Zerspannung hat ein ähnliches Problem. Die Schnittgeschwindigkeit, mit der lässt sich im Prinzip 80% aller Zerspannungsprobleme klären. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass die Werkzeugtechnik mehr kann als die Maschinentechnik. Das sind oft mit den Werkzeugtechniken, kommen wir an die Grenze der Maschine. Also ich könnte viel schneller fahren, als die Maschine kann. Ich könnte viel schneller drehen. Ich könnte mit viel höheren Schnittgeschwindigkeit fahren, als die Maschine überhaupt kann, weil die Maschine in der Werkzeugspindel irgendwo bei 28.000 begrenzt ist, bei einer normalen, sage ich mal, Werkzeugformbohrmaschine. Oder ich habe eine Highspeed-Maschine, da kann sie 42.000. Hat aber nicht das Drehmoment, einen 16er Fräsel zum Beispiel laufen zu lassen. Da komme ich sehr schnell an die Grenzen. Also mit modernen Schneidstoffen komme ich, behaupte ich, als Werkzeughersteller schneller an die Grenze einer Maschine, wie die Maschine an die Grenze der Werkzeuge.